Hallo, guten Tag, liebe Leute. Heute haben wir Vorlesung 7 im Kurs Webprogrammierung mit Python. Wie immer, ich kontrolliere kurz, alles läuft, also Technik läuft. Mikrofon ist gut. Haben wir eine MP4-Datei? Haben wir. Und ich gehe mal zum Vorbildmodus. Mal gucken, ob wir Folien sehen können. Denke ich schon. Okay, dann können wir anfangen. Wir haben heute mehrere Themen und deswegen möchte ich unsere Videos in drei Teilen machen. Ich erzähle erst, welche drei Teile. Die erste Teile hat mit Session und Dateibehandlung zu tun. Das zweite Video, Inhalte, das zweite Video hat mit One-to-One-Field zu tun. Und das dritte Video hat mit Abstract User zu tun. Also erstmal, das ist hier das erste Video, Session und Dateibehandlung. Kurz kontrolliere, sieht man. Ja, Session. Okay, so heute beginnen wir ein bisschen mit Theorie sozusagen und noch nicht sofort in PyCharm. Nächste Folie. So, Lernziele heute. Django Session Behandlung kennenlernen. Static-Funktionalität vertiefen, Django's Dateibehandlung kennenlernen, das heißt Media. Ich tippe kurz ein. Dateibehandlung, das heißt für uns Media. Und zwar, das ist ein bisschen Static im Vergleich zum Media. Heute machen wir das. Und der letzte Lernziel, Ansätze zum Benutzerprofil kennenlernen. Und wie gesagt, es gibt zwei Hauptansätze. Die erste ist One-to-One-Field und die zweite ist Abstract-User. Gut, alles klar. Nächste Folie, Session-Behandlung. Thema Session-Behandlung. Eine Web-Session. Ihr habt schon Web Engineering 1 gemacht, mindestens. Manche von euch haben auch Web Engineering 2 gemacht. So, das sollte hier kein neues Thema, das sollte hier eine kurze Wiederholung sein. Was ist eine Web Session? So, Verbindung eines Web Clients mit einem Web Server. Also Web Clients dann bei uns, das ist praktisch einmal Web Browser. Und diese Verbindung mit der Webserver, das ist eine Session, eine Sitzung sozusagen. Eine Sitzung beginnt typischerweise mit Login, mit Einloggen und endet typischerweise mit Logout oder Ausloggen. Wie würde aber Django so eine Session oder Sitzung realisiert? Das ist per Cookies realisiert mit einer Session-ID drin. So, Moment, Cookies. Erinnern wir uns, was ist eine Cookie? Also nicht zum Essen, auch nicht meine damalige Katze. Meine Katze damals heißt Cookie, heißte Cookie. Aber das ist hier Web Session Cookies. Das ist diese ganz kleine Informationen, die zwischen Web Client und Web Server ausgetauscht. Und eventuell habt ihr schon bei Web Engineering die Cookies selber implementiert bzw. manipuliert. Für Django, das ist sozusagen alles automatisch und im Hintergrund schon verwaltet, administered habe ich das Wort im Kopf. Sorry, heute bin ich mit der Sprache sehr langsam. Genau, Cookies ist schon automatisch und im Hintergrund schon bei Django eingebaut und administered, verwaltet. Man darf weiter von Hand sozusagen manipulieren. Muss man nicht. Bei uns, bei unserem Kurs diesmal, machen wir keine händische Manipulierung. Also, Cookies mit Session-ID realisiert implizite bzw. versteckte Behandlung per Session Middleware. Und zwar lass uns jetzt kurz zu einer
PyCharm-Projekt gehen, dann können wir kurz betrachten, wo das ganz genau eingestellt ist. Übrigens, ich habe heute zwei Django-Projekte, zwei. Einmal zum Thema One-to-One-Field, einmal zum Thema Abstract User. Diese zwei Modelle oder diese zwei Ansätze sind nicht kompatibel. They're not compatible. Deswegen muss man zwei unterschiedliche Projekte haben. Ich gehe mal zu One-to-One-Field. Ich darf Database einmal verstecken. Was wollte ich? Genau, Settings. Ich bin bei Django Einstellung Ebene Ordner. Darunter Settings Datei. Und was ich zeigen möchte, ist unser Middleware. Und zwar ganz genau dies. Django Contrib Sessions Middleware, Session Middleware. Das ist dort alles geregelt und verwaltet. Genau, Session Middleware haben wir kurz betrachtet. Informationen in Request Session zugreifbar. Erinnern wir uns sowas? Wenn wir zum Beispiel eine funktionsbasiertes View haben, eine Eingabe zur Funktion wäre Request, HTTP Request. Darunter hat man Session, darunter kann man noch weitere Informationen zugreifen. So, Dokumentation ist hier, ich klicke nicht drauf. Man kann gerne selber in Ruhe weiterlesen. Also Zusammenfassung, Cookies sind da bei Django, aber im Hintergrund und automatisch verwaltet, wir müssen nicht einmischen. Ist aber da. So, jetzt zum Thema Sicherheit. Es gibt eingebaute Maßnahmen bei Django. Und zwar viermal. Darf ich jetzt eigentlich kurz zu, nochmal zu Settings. Was haben wir hier? Bei Middleware haben wir Django Middleware Security, Security Middleware, CSRF View Middleware, Authentication Middleware, Message Middleware, Extreme Options Middleware. Also das sind alle diese Sicherheitsmaßnahmen. Schon eingebaut und automatisch aktiviert und schon im Spiel. Wir dürfen natürlich selber etwas einmischen oder sag mal deaktivieren dürfen wir. Oder mit einer zusätzlichen Middleware einsetzen dürfen wir. Aber lass uns einfach so bei Standardeinstellung bleiben. Und ich möchte jetzt kurz über vier Sicherheitsmaßnahmen durchgehen. Die erste Maßnahme, Cross-Site Scripting XSS Protection. Es geht darum, Benutzer setzt Client-Side-Script in den Browser von einem anderen Benutzer. Also ein bisschen verkleiden, sozusagen. Das wird, wir sind dank Django eingebaute Middleware oder Maßnahmen von sowas geschützt. Die zweite Maßnahme ist Cross-Site Request Forgery, CSRF Protection. Und dies haben wir sehr oft gesehen. Und zwar bei unserem Template Forms, kurz betrachten. Bei Templates, Sign Up, sehen wir hier CSRF Token. Das ist Teil der CSRF Sicherheitsmaßnahme. Und wir haben schon benutzt. Es geht darum, Benutzer verkleidet sich als ein anderer Benutzer und führt eine Aktion aus. Mit CSRF Protection ist so eine Verkleidung erkannt und verweigert. Die dritte Sicherheitsmaßnahme, SQL Injection Protection. Ja, Benutzer löst die Ausführung eines SQL-Codes aus. Das heißt, wenn ich Benutzer bin, dann ich schicke sozusagen direkte SQL-Skript und möchte Server ausführen. Das ist natürlich sehr, sehr gefährlich. Und deswegen wird davon geschützt. Die letzte vierte Sicherheitsmaßnahme, Click-Jacking Protection. Eine Website hüllt, oder sagt man auf Englisch wraps, eine andere Website aus einem Frame ein. Ja, man kann. Also ich rede hier nicht ausführlich, also ich hoffe, ihr habt schon bei Web Engineering sowas gelernt. Man kann ein Frame-Element in einer HTML-Webseite einbauen und könnte man dann durch diese Hüllung, ja, you wrap eine Webseite in eine andere.
Aber wir sind von sowas geschützt. Also verschiedene Middlewares sind dafür zuständig und das haben wir schon bei Settings betrachtet. Dokumentation ist da, man kann selber in Ruhe lesen. Ah, nee, ich möchte nicht draufklicken. Zurück bitte. Genau. Alles klar. Nächste Folie. HTTPS. Moment. HTTP sind wir davon sehr, damit sehr vertraut, denke ich mal. Was ist dieser S? Was bedeutet dieses S? 5 Sekunden mitdenken. HTTPS. Das S heißt, genau, Security. So, wenn man HTTP mit S oder Security benutzt, dann hat man typischerweise Entschlüsselung, Verschlüsselung, so you have Encryption going on. So zu, also im untechnisch zusammengefasst, die Informationsaustausch wird sicher. Right? Gut. So, aber HTTPS mit S ist nicht ganz so einfach in Localhost zu realisieren. Das heißt, wenn wir mit unserem Laptop lokaler Webserver betreiben, das ist eigentlich ziemlich schwer, HTTPS einzusetzen. Also, HTTPS benötigt praktisch kein extra Code. Es geht halt nur um Systemeinstellungen. Das heißt, typischerweise HTTPS wird erst im Produktionssystem ermöglicht. Ja, also ich entwickle alles lokal auf meinem eigenen Laptop. Mit Localhost getestet ist alles schick. Dann mache ich diesen Umzug in Production. Auf Englisch sagt man, we deploy to production. Und erst dann im Produktionssystem lauter Systemeinstellungen dort ändern bzw. anpassen. Extra Code brauche ich nicht mehr. Ja, also das heißt, meine Funktionen, meine Klasse, meine Modelle bleiben alle gleich. Nur Systemeinstellungen wird geändert. Und deswegen reden wir über dieses Thema nicht weiter im Moment. Später im Kurs, wenn wir diese Deployment to Production, diesen Umzug in Produktion machen, dann reden wir weiter darüber. Aber jetzt schon bitte das Bewusstsein, HTTPS brauchen wir, aber wird später eingesetzt und umgesetzt. Per Einstellungen, nicht per Code, nicht per extra Code. Okay, nächste Folie. So, jetzt kommen wir zum Thema Static, das heißt, kurz bitte zurück, wir sind, also Thema-Session-Behandlung, die Theorie davon ist jetzt fertig, jetzt verstehen wir, ja, wir haben sozusagen nichts angefasst bei Django, weil diese Session-Behandlung und Sicherheitsmaßnahmen sind schon mit drin. Und jetzt zum Thema Dateibehandlung. Okay, Dateibehandlung und dann das erste darunter ist Static. Übrigens, Static sollte nicht neu sein. Wir haben schon mal Static mit CSS benutzt. So, Static-Dateien. Jetzt rede ich nicht nur über CSS, sondern auch über JavaScript zum Beispiel, über Grafik zum Beispiel. Manche solcher Daten sind Static. Das heißt, die ändert sich praktisch nie. Na klar, wenn man eine neue Version von der Web-Applikation macht, dann hat man neue Static-Dateien. Aber im Prinzip CSS, JavaScript und manche Grafiken, zum Beispiel Firmenlogo, ändert sich nie. Oder unsere Upload, Download dieser Pfeilen ändert sich nie. Und deswegen die sind Static, ändert sich nicht. So, Django Contrib Static Files ist dafür zuständige Django-App. Was meine ich? Ich gehe zum Settings-Datei. Unter Installed Apps, wir haben dies. Django Contrib Static Files. So ist diese Django-App dafür zuständig, die Static-Sachen verwalten, zugreifen, darstellen, ne, sowas. Dokumentationen sind hier, ich klicke nicht drauf, man kann selber lesen. Während der Entwicklungsphase, ganz wichtig,
Ich habe schon darüber gesprochen, wir befinden uns im Moment in Entwicklungsphase, weil wir entwickeln oder oder implementieren alles lokal auf Laptop mit lokaler Webserver und Webbrowser. Später machen wir etwas in Produktionsphase. Das ist später, ja, im Moment, während Entwicklungsphase. Wir brauchen ein bisschen mehr Einstellungen, um Static Dateibehandlung zu ermöglichen. So, Django App ist nach Standardeinstellung schon aktiviert. Unter Installed Apps, das haben wir gesehen. Das ist ganz genau diese Zeile Installed Apps darunter. Static Files. Das ist hier. Nach Standardeinstellung sind Static Dateien in zwei Methoden gesucht. Ja, Static Files Finders. Das ist hier eine Liste. Für die ganze Webseite braucht man so eine Einstellung. File System Finder. Für App-spezifisch Static-Dateien braucht man diese Zeile Einstellung App Directories Finder. Aber, also, was ich jetzt markiere, dies würde in settings.py sein, aber nur zum Anpassen offenbaren. Das heißt, ich kontrolliere bitte. Bei meiner Settings-Datei, ich scroll ein bisschen nach oben, ja, das ist ganz oben, ich scrolle langsam nach unten und ich betrachte, was ich für Static-Sachen habe. Noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Okay, Static-URL habe ich etwas, Static-File-Directories habe ich etwas, ansonsten nicht mehr. Mit anderen Worten, explizit gesagt, dieser vier Zeilen Code finde ich im Moment nicht in meiner Settings.py-Datei. Und das ist gut so. War das schon nach Standard genauso? Ja, dieser vier Zeilen Code nur in Settings-Datei offenbaren und anpassen, wenn man anpassen muss. Wenn nicht anpassen, dann einfach diese vier Zeile lieber nicht offenbaren. Und nach Standard ist schon so mit drin, sozusagen. Ich hoffe, das ist jetzt klar. Also ich bin unsicher, ob meine Aussage auf Deutsch drüber gekommen ist. Deswegen möchte ich gerne einmal auf Englisch wiederholen. So, what I'm saying is, these four lines of code, yes, you can put it into the settings.py file, but that's the standard setting anyway. This is the default setting. If you don't change your default setting, just leave it like this. Leave it alone. Don't show it in the settings data. .py. If you show in the settings.py, it's because you want to change something. So for us, basically, we leave this not in the settings file because we are not changing the default setting and it's just fine. Gut. Ende der Übersetzung oder Wiederholung. Gut. Noch mehr zu den Einstellungen zum Static aber. Ordner erstellen, Datei dort entsprechend speichern. Wir haben schon mal gesehen eigentlich, für die ganze Webseite brauchen wir so eine Ordner. Haben wir schon eigentlich. Ich möchte eigentlich hier ein bisschen kleiner machen, dann können wir besser gleichzeitig betrachten. Ich bin, Moment, bei mein PyCharm-Ebene Ordner. Darunter habe ich Static, das ist für die ganze Webseite. Darunter habe ich CSS. Ich darf mehr haben, ja? Ich darf mehr im Moment noch nicht. Ich darf zum Beispiel Static Images hier haben, zum Beispiel zum Firmenlogo. Das ist dann für die ganze Webseite. Für Apps spezifisch haben wir auch schon mal gesehen, das war Computers, oder? Genau. Computers ist eine Django-App. Für uns praktisch auch einen Unterordner. Darunter haben wir Static. So, das ist hier Django App, App A, zum Beispiel Computers. Darunter Static, deswegen diese Static. Darunter nochmal Name der Django App, deswegen nochmal Computers hier. Und dann darunter, was auch immer Dateien wir wollen. Gibt es auch sowas bei Books? App B, Static. App B noch einmal und dann was auch immer Dateien. Die sind static. Das ist dann Django App spezifisch. Wir brauchen aber weitere
Einstellungen. Deswegen bei settings.py haben wir diese static URL, das haben wir. Static Files Directories haben wir auch. Danach bei Templates, das haben wir auch gesehen, oder? Ich gehe zum Beispiel zu Templates für die ganze Webseite, zum Beispiel Home. Wir haben Load Static und dann haben wir so eine Zeile Code. Geschwafel Klammern auf, % Static und dann eine CSS. Ja, das ist für die ganze Webseite. Ganz ähnlich haben wir auch für Junk Web spezifisch. Bei Templates haben wir zum Beispiel Computer List, Load Static und dann einmal CSS und diesmal CSS kommt aus Static Computers bla 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 CSS. Also, ich weiß, es gibt viele Folien. 1, 2, 3 Folien von Einstellungen bzw. HTML-Code, die spielen alle zusammen. Wenn ein Teil davon fehlt oder fehlerhaft ist, dann funktioniert nicht mehr. Ich glaube, ihr weißt schon, ja, Django ist leider sehr strikt, also auf Englisch würde ich sagen, Django is very unforgiving. Ein kleiner Fehler und dann funktioniert nicht mehr. Alle mit ganz genau zusammenpassen, zusammenarbeiten, dann geht. Das war Static. Und jetzt was Neues. Media. Oh, Media. So, Static im Vergleich zu Media. Static gehört zum System relativ unveränderter Dateien. Das haben wir schon geredet. Jetzt was Neues. Media gehört zum Model. Zum Beispiel MP3-Dateien bei Spotify. Für uns heute zum Beispiel die Profilbilder, the profile pictures. Ich darf heute so ein Bild hochladen und morgen mein Profilbild ändern. Also Hauptsache, die Dateien ändert sich doch. Und zwar kann häufig sich ändern. Ja, Dateien von Benutzer typischerweise hochgeladen. Sowas, die veränderbare Dateien macht man nicht mit Static, sondern mit Media. So, sehr ähnlich zu Static. Wenn man Media veröffentlichen bzw. ermöglichen möchte, braucht man Code und Einstellungen. Lass uns langsam durchgehen, was für die Änderungen wir brauchen. So, Media-Ordner, eventuell zum Beispiel auch Media-Images-Ordner erstellen. Okay, machen wir oder betrachten wir. Haben wir so? So, Moment nochmal. Ich bin bei PyCharm Projektebene-Ordner. Darunter habe ich heute einen Media-Unterordner. Neues. Und ich öffne hier, ich habe darunter noch weiter Unterordner, und zwar heißen Profile Pictures and Uploaded Files. Also ich darf hier was auch immer nennen, wie ich will. Hauptsache, das muss zu meinem Code später anpassen. Dann geht. Ja, so, das ist hier die Bedeutung. Media-Ordner und eventuell Unterordner erstellen. Das haben wir gerade gezeigt. Und wir brauchen jetzt in Settings-Datei 2 Einstellungen. Und zwar, lass uns dorthin gehen. Settings ist hier. Ich scrolle nach unten. Diese 2-Zeiler-Code. Media-Root equals Base-Directory, darunter Media. Das ist ganz genau dieser Ordner. Media-Ordner. Media-URL, auch Media. Also das heißt, wenn man im Webbrowser in der Adresseleiste /media/... eintippen, bitte hierher in diesen Ordner etwas weiter suchen. Gut, dann bei URLs Datei brauchen wir auch was Neues. Und zwar, wir müssen dann Import Settings und von hier Import Static und 2-Zeiler-Code. Ich möchte dorthin gehen und dann erkläre, wo ist mein URLs-Datei? Das gehört zu Django Einstellung Ebene Ordner, darunter URLs. Yes. Ich mache jetzt größer dann. Wo ist das? Hier. If settings.debug.
Settings haben wir hier importiert. Das heißt, wenn wir im Debug-Modus uns befinden, man sollte bei Entwicklungsphase auf Laptop-Entwicklern immer Debug-Modus aktivieren. So, wir befinden uns ganz sicher im Debug-Modus, das heißt, if-Bedingung trifft zu. Dann gehen wir in if-Block. Das ist hier if-Block, ne? Wegen Einrückung, das ist hier eigentlich if-Block. So, URL-Patterns plus gleich static bla 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 mit Media URL und Media Root. Ja, deswegen brauchen wir diese Static. Das haben wir hier importiert. Also insgesamt, was haben wir? Insgesamt ist den Befehl, wenn wir im Debug-Modus ist, in Entwicklungsphase auf lokal entwickeln, bitte die Mediasachen hierher zugreifen. Zusammengefasst. Und wir wissen schon, das heißt später bei Produktionsphase wird anders, aber das ist wie später. Wir reden dann, wenn die Zeit kommt, wenn wir soweit sind. Okay, Einstellungen, nächste Folie. So, ich möchte Dateien, diese Mediadateien einsetzen. In Modo typischerweise braucht man dann extra Fields. Zum Beispiel File, das ist für eine Datei, oder Image, das ist auch eine Datei, aber spezifisch Bilddateien. So, Moment, das ist hier Field Types. Moment, ich bin ständig verwirrt. So, let me just close all this. Also, ich bin ständig verwirrt. Ich gehe erstmal zum User Admin. Ich rede ausführlich im nächsten Videos durch. Ich möchte jetzt nur kurz über diese Felder zeigen. Ich meine, heute ich habe zwei neue Felder. Sumfile. Ja? Guck mal, anstatt dieser Date Field oder Boolean Field, ich habe File Field. Das ist wirklich eine Datei. Wenn man eine Datei hochladen, dann bitte zu dieser Ordner hochladen. Das ist ganz genau unser Media Uploaded Files. Das hier. Ja? Blank True, Now True, das heißt, man muss nicht hochladen, darf man. Aber so, das ist ganz genau, was ich auf der Folie gemeint habe. File Field in einer Model. Image Field haben wir auch. Und das ist hier zum Beispiel Profile Picture. So, wir nehmen dann Image Field. Upload to einen Unterordner namens Profile Pictures, das ist ganz genau diesen Unterordner. Blank True, Now True. Zurück zur Folie. Dokumentation kann man auch ganz in Ruhe selber lesen. Was wichtig ist aber, Image Field benötigt ein neues Package namens Pillow. Das muss man installieren. Man kann mit so einem Befehl in Terminal hier installieren, aber ich mache lieber mit GUI. Ich zeige, was ich gemeint habe. So, ich meine, ich bin in einem PyCharm-Projekt. Ich gehe zu File, Settings, einmal draufklicke. Auf der linken Seite gibt es mehrere Sachen. Bitte zu diesem Abschnitt Projekt gehen. Im Moment, ich bin bei Projektvorlesung 7.1.2.1.4. Ich öffne das. Darunter gibt es Python Interpreter. Auf der rechten Seite sind gezeigt, was für alle Python Packages, die installiert sind. Django davon ist natürlich sehr zwingend erforderlich. Ihr braucht bitte Pillow selber installieren. Ich habe natürlich hier schon gemacht, aber ich möchte jetzt zeigen, wie das geht. Seht ihr dieser Plus? Plus heißt, ich möchte etwas Neues suchen und installieren. So, ich klicke einmal drauf, Plus klicke und hier darf man eintippen, was für ein Package auszusuchen. Sag mal Pillow. Pillow ist schon da. Man kann sagen, einfach Install Package. Draufklicke einmal, dann wird erledigt. Ich habe das schon gemacht, deswegen klicke ich nicht. Aber ich habe tatsächlich für
drauf geklickt und deswegen bekomme ich Pillow Package. Sehr praktisch. Zurück zur Folie. Genau. Gut. So, in einem Form die entsprechenden Fields ganz normal auslisten. Ich meine, zum Beispiel, ich habe später einmal Sign-up-Form und guck mal, ich füge, oh, das ist hier nicht gemacht, es tut mir, hier, doch. So, einfach so auflisten, Profile Picture, some File und ich gehe nochmal später durch, wenn wir hier kommen. Ich möchte jetzt nur sagen, ja, wie immer, die Bausteine spielen zusammen mit, muss zusammen passen, sonst funktioniert nicht. Das ist etwas in Form und dann in Template. Man kann Class Feed URL darstellen und dann mit sowas implementieren. Ich gehe kurz dorthin. Ne, nicht hier, sorry. Das ist hier Sign Up. Genau. Ich bin bei Sign Up Template, HTML Template. Ich möchte jetzt Dateien hochladen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und zwar, wie kann ich das sagen? Ich möchte etwas blinken. Etwas blinken, blinken, blinken. Und, ja, weil jedes Semester jemand hat das vergessen und dann funktioniert nicht mehr. Wenn auch immer, bei einer HTML-Form, ich möchte Dateien hochladen. Nie vergessen, ihr braucht das hier. Encryption Type Multipart Form Data. Ohne dies funktioniert Data hochladen überhaupt nicht. Ja, das ist hier der Hinweis. Und dann in Template kann man Class View URL darstellen. Das ist dann später zum Beispiel bei User List Class Feld. Und dann URL. So, nicht vergessen, zur Erinnerung, some file ist eine file field. Danach mit Punkt URL. So kriegt man wirklich einen Link zu der Datei. Oder class. Profile picture, das ist hier einmal image field. Man muss danach auch Punkt URL eintippen. So kriegt man wirklich sieht man die visuelle Darstellung der Image-Datei. Sonst sieht man nicht. Ich werde später nochmal betonen. Jetzt nur den Hinweis, dass es auch Teil der Einstellung, sonst funktioniert nicht zusammen. Zugang durch Django Admin Portal nicht vergessen. Ich meine dann zum Beispiel, wenn wir heute haben ein neues Model eingeleitet, bei Admin auch eintragen. Erinnern wir uns sowas? Ohne diese Zeile-Code bei Admin-Datei sieht man diese neues Modell in Django Admin-Portal nicht. So, noch einmal. Ich habe heute ein neues Model geschrieben. Ich möchte, dass dieser Model in Django Admin Portal veröffentlichen. Und deswegen komme ich zu Django App, darunter Admin Datei und Register Your Models hier. Na, dann sieht man später in Django Admin Portal. Ich zeige es später auch. Ich möchte jetzt nur sagen, na, nicht vergessen, sowas machen. Und das war's. Okay, das ist Ende Teil 1, Video 1. Okay.